Und damit willkommen zurück zu Let's Play Diabolo. Ja, genau. Beim letzten Mal sind wir vor dem Butcher stehen geblieben. So, genau. Und wir wollten noch das blaue Zeug hier dissen. Oh, netter Ring. Halt. Aber so nett ist er auch nicht. So, das kann weg. Was habe ich da gerade gedisst? Ich hoffe, es war nichts Gutes. Habt ihr gar nicht gesehen? Nein, habt ihr nicht gesehen. Ah, verdammt. Ich dachte gerade, ich hätte was Inneres gelöscht. Oh, das kommt davon, wenn man zu schnell ist. Wir haben noch was Gelbes gefunden. Zwar ein Zweihand. Boah, ich komme schon wieder auf E. Ein Zweihandstab, aber ist vielleicht interessant. Für Level 9. Auch mit Intelligenz. Naja, gut, komm. 2% Angriffsgeschwindigkeit, 6 Leben pro Treffer, 1,15 Geisteskraft pro Sekunde und noch ein bisschen Erfahrung von Monstern. Ja, an sich nicht schlecht, das Ding, ne? Für Level 9. Aber für uns ist eher wichtig, dass wir Mats haben. So. Das heißt, wir stellen uns jetzt. Was stellen wir uns denn her? Handschuhe. Handschuhe sind immer noch am besten zu verbessern. Deswegen Handschuhe. Mit neuen Vitalität. Da müssen wir eigentlich mal überlegen. Wir verlieren ein bisschen Schutz, ein bisschen Damage. Aber wir gewinnen fast 100 Leben hinzu. Ich glaube, das wäre für den Butcher-Moment-Kampf auf jeden Fall besser. Das heißt, das mache ich auch. Ah, so. Die legen wir irgendwie auf die Bank. Und dann hatte ich beim letzten Mal noch vergessen, die Fähigkeiten durchzugucken. Also, was haben wir denn hier? Wir können uns an den Butcher ranbeamen. Wir können für 2 Sekunden lang unsere Ausweichchance erhöhen, die wir sowieso schon durch das Mantra erhöht haben. Auch nicht schlecht. Erweitert die Wirkungsbereich des zweiten Schlages. Okay. Beim dritten Schlag kriegen wir für 4 Sekunden lang 50% mehr Rüstung. Und ich glaube auch zu meinen, dass es das war, was uns derjenige im Forum, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, beziehungsweise ich glaube, ich weiß ihn, aber ich würde ihn falsch aussprechen, deswegen lasse ich es lieber. Derjenige weiß auf jeden Fall Bescheid. Ich glaube, er meint diese Rune. Nämlich, dass man beim dritten Schlag für 4 Sekunden lang 50% mehr Rüstung kriegt. Das ist echt nett. 50% mehr Rüstung. Wir haben jetzt 484. Ich weiß nicht, ob die Rune damit jetzt einzieht oder nicht. Ansonsten haben wir 380 irgendwas. Das heißt, wir kriegen fast 150 Rüstung wieder. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Das ist schon fast zu überlegen, weil 150 Rüstungen sind, denke ich mal, nochmal 8% Damage Reduced. Für 4 Sekunden. Puh. Ja, nicht ganz 8%, wahrscheinlich irgendwas um die 7 oder so. Aber das ist schon nicht schlecht. Das ist der Waffenschaden. Okay, und hier haben wir noch nichts für. Das heißt, wir sollten uns entscheiden zwischen Ausweichen, 16%. Für 2 Sekunden. Damage Reduced für 4 Sekunden. Was wir fast, denke ich, aufrechterhalten dürften. Und den Teleport. Aber wir sind sowieso in so einem kleinen Raum. Wobei das Ranseppen vielleicht in einigen Kampfsituationen nicht schlecht sind, wenn er da irgendwie da hinten steht. Hier ist gerade Feuer und wir beamen uns sozusagen zu ihm ran. Aber ich denke, wir wollen dann in der meisten Zeit sowieso von ihm weg. Das heißt, ich nehme die Rune einfach mal rein. Habe ich entschieden. Kick. Ich glaube, wir können ihn nicht kicken. Das heißt, Gedehnter Front würde uns wegbringen von ihm. Weil es ja die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, aber wir würden kaum Damage anmachen. Wie wär's mit der Glocke? Ja, ich bin ganz kurz ruhig, weil ich überlege.
Das sind also ungefähr 600 Damage. Das sind ungefähr 500. Das sind aber nur 60 Geisteskraft und das sind 75 Geisteskraft. Problem an der Sache ist, wenn das hier fail geht, sind 75 Geisteskraft weg und hier bei dem nur 30. Aber ich glaube, damit treffe ich besser. Schwer zu sagen, was ich da nehmen soll. Ich weiß, wir verplempern jetzt zwar viel Zeit, aber ich will den Fehler nicht machen, dass ich jetzt nochmal unvorbereitet dahin gehe. So wie bei Asmodan. Okay, wir probieren es aus mit der Glocke. Was heißt, wir probieren es aus? Haben wir bloß eine Chance? So, beim Lichtblitz, würde ich sagen, einander anzugreifen macht wenig Sinn bei ihm. Da sollte es länger dauern. Da haben wir eh nur die eine Rune, hier haben wir noch gar nichts. Oder die anvisierte. Nee, ich glaube, das hier rettet uns schon mehr. Und das Mantra sollten wir auf jeden Fall auch drin behalten. Und dann die beiden Fähigkeiten. Schaut so aus, als wenn wir fertig sind. Das heißt, wir frischen nochmal die besten Heiltränke auf jeden Fall aus. Das sind die hier mittlerweile schon. Und ich sollte sie natürlich nicht vergessen reinzutun. Denn das haben wir auch schon mal gebracht. Wir haben uns neue Heiltränke gekauft. Und haben sie einfach im Inventar vergammeln lassen. Und da wären wir fast verkrepiert. So, alles auf die Bank gelegt. Jo, Hammer. Flügel sind an, Heiltränke sind ausgetauscht. Die Ausrüstung ist soweit ausgetauscht, dass wir fit sind. Ich sollte vielleicht nochmal die Fähigkeiten. Hahaha, warum ich denn die Glocke gar nicht bestätigt? So. Und ich war mal ganz kurz. Aha, warte mal ganz kurz, ist sowieso besser. Ich nehme mal ganz kurz das hier rein. Das ändere ich sofort wieder. Ich will nur mal ganz kurz die Fähigkeiten noch ausprobieren. Mit dem Mantra. So, dann haben wir ein bisschen Geisteskraft, Regeneration. Na gut, kommt ja schon ein bisschen. So. Das sieht so aus. Okay. Ja, gefällt mir ganz gut. Und die Glocke geht so. Alles klar, dann haben wir die Animation nämlich schon mal gehabt, dann kann es gleich nicht lecken. So, das hatten wir drin und das hatten wir drin. Gut. Ja. Mit der Geisteskraft kann ich eigentlich ganz gut leben. Und jetzt geht's los. Raserei geschnappt. Das Feuer ist gerade wieder an. Naja, gut, okay. Heiltrank. Ein paar Mobs sollten hier vielleicht noch stehen. Naja, ein, zwei, okay. Habe ich die Rune jetzt gar nicht für die erste Fähigkeit? Oder aktualisiert sich das selber? Egal. Schnell gucken. Doch, die Rune ist drin mit Treffsicherheit. Okay. Wird mir nur nicht als Buff angezeigt. So, es geht rein. Der Butcher kommt. Spannung, Spannung. Auf geht's. So, einfach ein paar Glocken hier vor dem Latz knallen. Oh, er haut gut weg. So, jetzt macht er sein Anstürmen hier. Hauen wir mir eine Glocke gleich vom Latz. Hier, da kommt so eine. Ah. Also so viel haut er uns gar nicht rein. Wir müssen jetzt nur wirklich vor diesem Ansturm vielleicht. Boah, nee, 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 komm hier. Das lässt du mal ganz schön bleiben. Jetzt komm hier endlich her. Der blöde Typ hier lockt ihn da in die falsche Richtung. So, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, perfekt. Wieder eine Glocke vorm Latz hauen. Und natürlich nicht so wie beim Barbaren unsere schöne Blutung. Die wäre natürlich geil hier. Dafür haben wir das Verwirren, was auch nicht schlecht ist.
So, Mantra soll die natürlich auch mal vielleicht aktivieren. Ja, Fail. Komm, wie viel Failen können wir noch? Wieder eine Glocke reindonnern. Oh, wir ganz schön intensiv hier, der Kampf. Das dauert nämlich ganz schön gewaltig. So, jetzt verwirren wir ihn wieder. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Oh, jetzt hat der Typ ihn gestunt. Ah, und da haut er uns wieder sowas vom Latz hier. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Aus dem Feuer sollten wir natürlich raus. Das brennt doch schon ein bisschen besser. So, jetzt kommt er hier wieder angestürmt. Nee, komm her. Was soll er weg? Boah, jetzt geht's hier echt gewaltig los mit dem Feuer. So, jetzt aber. Oh, komm, lass mich in Ruhe. Keine Ahnung, ob ich das noch schaffe hier. Wird immer mehr mit dem Feuer scheinbar. Oh, hier kommt das nächste Feuer. Wir brauchen doch schon ein bisschen länger als mit meinem Barbaren, würde ich sagen. Deswegen schauen wir doch jetzt einfach mal, wie lange wir wirklich hier noch brauchen. Echt anstrengend. Immer hier aus dem Feuer raus. Ja, der Damage ist jetzt hier nicht gerade so groß. So, komm her. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt ab. Boah. Natürlich genau in der Mitte drin gelandet, dass ich nicht weiß, wo ich hin soll. So, hier geht's auf jeden Fall wieder raus. Schöne ist, hier gibt's ja den Enrage nicht. Das heißt, wir können hier ruhig länger als kommen mit Sterblichkeit rein. Ruhig länger als 5 Minuten brauchen. Das macht gar nichts. Aus der Range hier rauslaufen. Und dann wollen wir mal gucken hier, dass wir ihn jetzt endlich mal fertig kriegen. Der holt uns natürlich nochmal ran. Ein bisschen Geisteskraft und wir können uns heilen wieder. Alles kein Ding. Wir verwirren ihn nochmal. Und da ist er down. Eine Armbrust und ein Zauberstab. Schade, schade. Für den langen Kampf gibt's wenig Belohnung. Naja. So, das heißt also, wir können jetzt beruhigt unten zu Tyrael laufen, der auf uns wartet, dass wir ihn befreien. Tja, und wir haben ja zwei Gegenstände bekommen, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Mal so absolut nicht gebrauchen können, dass ich schon wieder sagen muss, echt, der Mönch hat überhaupt kein Lootglück. Richtig scheiße, echt. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber es ist nun mal so. Es nützt uns eigentlich recht wenig, wenn wir jetzt schnell vorankommen. Boah, die Glocke haut echt gut weg. Ach ja, stimmt, genau. Wenn man die Glocke nochmal trifft, kann man nochmal durchschlagen, ne? Aha. Immer, immer. So. Das war's hier auch mit Tyrael. Er kriegt jetzt seine scheiß Rüstung wieder. Und sein Schwert. Zack. Quest abgeben. Ab nach New Tristram. And let's go. Act 2. So, das hier überspringen wir mal. Ist eher uninteressant. Und voilà, wir sind Akt 2. Wer hätte es gedacht, dass wir hier nochmal wieder herkommen? Mohaha. Ja. So, mit Lea können wir auch nochmal quatschen hier. Dann könnten wir im Prinzip das Neuerworbene nochmal identifizieren. Das neuerworbene Glück, was uns nicht hilft. So, und dann können wir es auch gleich schon fast wieder dissen. Gucken tun wir es trotzdem nochmal an. Hier, hey, was für eine geile Einhandwaffe wir hier doch gekriegt haben, die wir nicht gebrauchen können. Deswegen jetzt einfach mal aus Frust dissen. Und was für einen geilen Einhandstab wir gekriegt haben und den wir auch einfach aus Frust dissen. So, weg damit. Zweihandwaffe, Einhandwaffe. Tja,
Sonst haben wir nichts. Und die Folge ist auch so gut wie wieder vorbei. Das heißt, beim nächsten Mal starten wir Akt 2 durch. Ich hoffe, wir finden ein bisschen bessere Gegenstände. Und bis dahin, tschüss.